Grüß euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich richtig. Heute ist ein Traumwetter. Wir werden uns gemütlich durch den Naturgarten bewegen, der ja um die Zeit sowieso schön ist. Aber ich möchte euch auch ein bisschen zeigen, was für wirklich super gesunden Sachen in so einem Naturgarten wachsen. Kulinarik ist da auch mit dabei. Und ganz neu haben wir sogar einen schönen Dekoblock mit der Kose, weil man kann ja im Naturgarten auch super Sachen für solche Dinge verwenden. Und noch ganz am Schluss hätte ich gesagt, machen wir noch eine kleine Runde, schauen uns an, wie super schön unsere eigenen Wildpflanzen sind, wie wichtig die sind. Und hinter mir, vielleicht sieht man schon ein bisschen, ist eine Birken. Mit der Birken fangen wir an, weil die ist wirklich eine, man muss echt sagen, eine Wunderpflanze. Ja, die Birken, erstens finde ich, ist einfach immer so ein schönes Zeichen im Frühjahr, wenn sie austreiben. Und die Birken ist allgemein ein ganz milder Speisebaum, kann man fast sagen. Es ist ein bisschen angekommen, aber man kann die Blätter, weil sie so müde sind vom Geschmack und eben auch sehr gesund, durchaus in den Salat reingeben. Wir machen in dem Fall einen Tee. Früher haben sie sogar Sauerkraut draus gemacht. Und es gibt so ein bisschen einen Schmäh, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie noch gut sind zum Brocken, weil du machst das vom Austrieb so bis in Juni rein. Sie haben unten, hat das Blattl so einen kleinen Stiel. Und wenn man den Stiel noch so einigermaßen mit den Fingern zerwurzeln kann, dann ist es noch schön warm und dann ist es ganz gut. Das war dann ideal. Das Schöne ist, du kannst ja aus der Birken so viel machen. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Wir machen zum Beispiel auch jetzt einen Birkensaft, so einen Verdünnungssaft, also einen Sirup eigentlich. Einfach ansetzen, die Birkenblätter, wie man halt diesen Sirup macht, ist der Lieblingssaft von unserem ältesten Sohn. Den mag er voll gern, da freut er sich schon, wenn der kommt. Aber es ist auch wirklich echt gut. Es ist ein ganz ein feiner, ein bisschen herber Geschmack, aber sehr mild auf ein Brot aus Gelee oder aus Marmelade. Ich muss mir jetzt eh beherrschen, dass ich eine kleine beiße. Ich beiße da eine kleine. Und apropos, weil es da wirklich so lieb ausschaut, die Himmelschlüssel oder die Schlüsselblume, die werden wir uns als nächstes anschauen, weil das ist ja eine wunderbare, eine Wildpflanze, eine heimische Wildpflanze. Erstens lieb, zweitens gesund, aber jetzt kruste, es hilft alles nichts. Da haben wir jetzt wirklich ein schönes Exemplar der Arzneischlüsselblume. Es gibt ja bei uns zwei oder mehrere, aber zwei, die sehr ähnlich ausschauen. Das ist die Arzneischlüsselblume. Die andere ist die Waldschlüsselblume, die kannst du genauso hernehmen. Sind geschützt. Und was mich bei der am meisten gefreut, die ist von selber da gekommen. Ist also tatsächlich auch eine Wildpflanze, die bei uns einfach wächst, nur halt leider alle seltener wird. Und super ist, wenn ich es im eigenen Garten habe, weil dann kann ich es mit einem guten Gewissen nutzen. Du kannst nämlich echt einen super Hustentee aus den Blüten machen. Man brockt ganz einfach diese Blüten ab. Da war es natürlich dann gut, wenn man ein paar hat, weil sonst ist es ja schade, wenn man eine komplett zerupft. Also setzt euch halb ein paar von den Sachen. Und diese Blüten trocknet dann. Beim Trocknen war eins wichtig, wenn es das trocknet, dass es nicht in die pralle Sonne legen, sondern eher irgendwo in Schatten hin, wo es schön gemütlich dahin trocknen können. Nicht zu viel übereinander stapeln, dass es nicht schimmeln oder so, dass es schön luftig ist. Es trocknet eh schnell, da ist nicht sehr viel Substanz da bei diesen Blüten. Also nicht in die Sonne, weil dann zerstörst eher die Inhaltsstoffe. Ich sage jetzt einmal, das ist innerhalb von 2, 3, 4 Tagen ist das sicher getrocknet. Das war es eigentlich schon. Diese Blüten tut man dann nur mehr aufgießen, hat einen sehr bekömmlichen, wirklich einen bekömmlichen, angenehm schmeckenden Tee, der aber gleichzeitig auch gut bei Husten wirkt oder ähnlichen momentan grassierenden Krankheiten sicher kein Fehler ist.
was das Schöne ist im Naturgarten, man lässt die Sachen einfach zu. Weil viele ärgern sich ja ein bisschen über zum Beispiel den Günsel oder den Gundermann, wenn er eher in Rosen einwächst. Und im Naturgarten freut man sich, weil man hat wirklich die besten Heilpflanzen und die beste Kulinarik habe ich direkt in meiner Wiesen. Und zum Beispiel jetzt in dem Fall der Günsel, gibt es einen Griechen, das ist der Griechende, gibt aber auch einen Pyramidengünsel, schauen sie ähnlich aus. Erstens, auch wunderschöne Pflanzen, die Hummeln lieben ihn, Bienen sind auch ganz viel drauf. Und du kannst ihn so vielfältig verwenden. Einerseits zum Beispiel, du kannst ihn quetschen auf Verstauchungen oder Wunden. Ist ganz gut für die Wundheilung, regt die Wundheilung gut an. Und man kann auch richtig einen bekömmlichen Tee draus machen. Dann nehme ich einfach das ganze blühende Dings mit, ein bisschen die Bladeln drauf. Antibakteriell, antiviral, bei HSV, aber an China empfiehlt man den. Also ihr seht es wirklich vielfältig. Und sogar in der Küche kann man in vielerlei verschiedene Art hernehmen, hat ein bisschen einen, so einen Chicorée-artigen, also ein bisschen einen bittern. Und je öder das er wird, dann wird er vielleicht dann zu bitter. Aber gerade wenn er jung ist, super, zum Beispiel auf Erdäpfeln auf. Herrlich, so ein Traum. Und vielleicht sind jetzt der Porsche ein bisschen depri, das gibt es angeblich. Er hebt die Stimmung, kann ja kein Fehler sein. Bei mir hebt er schon die Stimmung, nur wenn ich ihn anschaue. Ich glaube, das kennt zum Glück noch jeder und vor allem auch jedes Kind. Es verdient ja fast irgendwie den Namen Pflaster, muss ich fast sagen. Weil es war ganz ideal, man nimmt da eigentlich eher die Blätter her, die tut man dann ein bisschen zergatschen. Wenn es mal ein kleines Auer gibt bei euren Kindern, dann das zu drucken und auf die Wunden auflegen, ist desinfizierend und tut die Wundheilung anregen und das Auer hat sich sofort verflüchtigt. Bevor wir uns jetzt nachher dann gleich noch ein paar wirklich super schöne Wildpflanzen anschauen und auch wie man setzt im Garten und wieso man die unbedingt setzen soll, machen wir uns jetzt noch, und das ist was Neues, eine lässige Dekoration. Das macht meine Frau, eine schöne, wirklich eine stimmige Tischdeko mit unseren blühenden Sachen aus dem Garten. Und da ist sicher gescheiter, wenn ich nur assistiere. Das werden wir jetzt machen, das wird sicher lässig. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss jetzt da links und rechts so Eisenstangen montieren. Dann wird eine da quer gelegt. Und nachher kommen die Glaseln, die werden aufgehängt. Und was mit dem Geschichte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es wird auf jeden Fall sicher voll lieb ausschauen. Und wir brauchen eben dazu einige Blütenpflanzen. Und da war es halt gut, wenn man sie im Garten hat. So, und ich montiere jetzt da noch die Eisenstangen, weil das ist halt wieder so ein Männerjob.
Ja, unsere heimischen Wildblumen, das sind richtige Schätze. Vielleicht ist das Wort für manche ein bisschen abschreckend. Wildblumen, die sind ja nicht. Ja, manche sind schon wild, aber die meisten sind einfach nur voll schön. Und das Lässige ist, wenn man den im Garten hat, du lockst einfach damit wirklich unglaublich viel Bienen, Hummeln, Schmetterlinge an und man kann die auch fördern. Und ich würde sagen, weil wir es da schon so super in der Deko drinnen haben, schauen wir uns noch eine ganz besondere an, die Kuhschelle. Und dann habe ich mir gedacht, das war vielleicht auch noch ganz nett, setzen wir ein paar, weil einen Bereich habe ich eigentlich, da bliert es auch zu wenig. Da muss ich ein bisschen was machen. Ja, ist ein richtiges Juwel ist das, die Kuhschelle. Wunderschöne Pflanzen, darf man auf keinen Fall auskommen in der freien Natur, muss ich echt betonen. Erstens, wachsen sie fast nirgends mehr. Sie war früher wirklich eine häufige Pflanze. Und wenn man sowas sieht, einfach drauf freien, ein Foto machen und man kriegt diese Pflanzen ja zum Glück bei einem guten Gärtner, da gibt es sowas. Und das sind wirklich extrem wertvolle Frühblüher, weil es um die Zeit einfach schon reichlich Nektar und Pollen, gerade für unsere ersten Hummeln, die Hummelköniginnen, die überwintert haben, oder auch die Bienen, die Honigbienen. Das merkst richtig, wie sie die begierig auf die Blüten stürzen. Und so ist es einfach schön, wenn man das im Garten irgendwo haben kann und denen vielleicht auch einen gewissen Zufluchtsort geben kann und wiederum die Insekten damit fördern kann. Ich habe mir jetzt da für diesen Bereich, da habe ich so eine Ebene, man muss ja auch einmal ein bisschen selbstkritisch sagen dürfen, es blüht da eigentlich noch wenig. Und wenn ihr jetzt auch so Bereiche habt, wo euch zu wenig blüht, weil Blüte ist immer natürlich für unser Auge eine Riesenfreude, aber die Blüten sind ja gemacht, um eben Nahrung den Bienen, den Hummeln und so weiter zu geben. Und da habe ich mir jetzt überlegt, das ist so ein bisschen so ein halbschattiger Bereich, da passt super das Wald, vergiss man nicht. Und daneben ist die Sternmiere. Das sind nämlich beide Pflanzen, die ganz ideal für viele Schmetterlinge zum Beispiel sind, aber gleichzeitig auch ganz gern von Bienen, Hummeln, auch zum Teil Schwebfliegen oder Käfer, also vielfältigste Insekten, die brauchen die für ihre Entwicklung. Und die seht ihr da. Und vielleicht ein Wort noch, was an Wildpflanzen auch besonders ist. Wildpflanzen sehen sie meistens ganz gern aus oder machen sie ein bisschen Ausläufer und verbreiten sie dann gemütlich im Garten und den Effekt wollen wir nutzen. Wir setzen ein paar und von dort soll sich das dann mit den Jahren immer mehr ausbreiten. So, jetzt habe ich die Pflanzen aufgeteilt. Eigentlich total willkürlich, weil sie jetzt sind beide für so einen Bereich ganz ideal, leichte Beschattung. Jetzt werden wir es setzen. Und dann kann man eigentlich abwarten, genießen und sich freuen, dass jedes Jahr einfach diese Blüte mehr wird. Das ist das Schöne. Ans eine Pflanze hoffentlich bald setzt, dann schaut es vorher, wie schaut der Topfballen aus, wenn man den Topf weggibt. Der ist jetzt noch gar nicht so arg verwurzelt, aber es ist ganz gut, wenn man den so ein bisschen auflockert. Das beschleunigt dann das Einwurzeln. Und der ist jetzt eh schön nass, weil den habe ich vorher gegossen. Aber so aus Trick vielleicht vor dem Setzen, tat sie es in einen Kübel mit Wasser oder eine Scheibtrochen rein, dass sie das einmal schön ansauft, wie man sagt, mit Wasser. Dann kommen sie einmal die nächsten 2-3 Tage gut um. Das ist die Stelle, wo wir setzen. Da machen wir ein, da ist ein bisschen ein Kies oben. Da machen wir jetzt einfach einmal ein Loch. Mhm. Da sieht man, das ist sicher kein schlechter Boden, weil da sind die Regenwürmer fest unterwegs. Der muss zwischengelagert werden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich tue beim Setzen meistens nicht großartig eine Bodenverbesserung oder sowas dazu. Es ist da, ihr seht ja, der Boden ist nicht schlecht. Er ist richtig schwarz, er ist feucht, das ist gut. Ich mache da einfach das Pflanzloch so groß, dass das Ding ungefähr reinpasst. Dann schiebe ich das zu, ein bisschen andrucken. So, den Wurm haben wir auch mit reingewurzelt.
das war es eigentlich schon wieder. Also die Dinge gehen eigentlich relativ schnell. Wenn ich alle gesetzt habe, dann gehe ich einmal und tue es gut eingießen. Und dann können sie eigentlich schon wachsen. Morgen übermorgen dürft ihr regnen, passt genau. Ja, war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was umsetzen bei euch daheim. Nächstes Mal, glaube ich, wird es richtig spannend, weil da werde ich ja, in meinen Sumpf ein bisschen was machen, in meinen Teich. Und wir werden aber, weil jeder hat natürlich nicht die Möglichkeit für so ein großes Gewässer daheim, wir werden vielleicht so ein bisschen eine kleinere Wasserstelle im Garten machen. Also, pfiat euch, macht es gut.